Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute reagieren wir mal auf einen YouTube-Kanal, den ich lange angesehen habe und ich mich jetzt wundere, okay, was schaue ich mir da gerade an? Und ich muss sagen, dieser Kanal ist echt lustig. Also, bester YouTuber Deutschlands. Wirklich bester YouTuber. Und ja, wir reagieren auf seine Videos. Und sein Name ist YouTube Megastar Axel. Ha, ein guter Name. Echt geiler Name. Okay, fangen wir mal an mit dem Video. Man has sex with computer? Warum tue ich mir das jetzt an? Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich meine, okay. Vielleicht ist es ja Clickbait. Ich meine, ist doch sicher Clickbait, oder? Wenn das echt wäre, dann würde das YouTube sicher sperren. Ich bin sicher, dass es Click. War das gerade echt? War das wirklich kein Clickbait? Kein Clickbait? Kein Fake? Echt? Wow! Dieser YouTuber ist cool! Er clickbaitet nicht! Der Titel sieht so aus, als wäre er Clickbait, aber er ist echt! Es ist kein Clickbait! Oh mein Gott, Halleluja! Endlich! Ich bin im YouTube-Himmel! Kein Clickbait! Alter! Wow, also dieses Video war echt geil, weil er halt einfach gar nicht geclickbaitet, also, ja, verdienst schon mal eine Medaille, echt cool, super, und ja, schauen wir uns mal das nächste Video an, und das nächste Video, was wir uns ansehen, ist, Don't Touch Me, You Sick Freak, will er damit sagen, dass man ihn nicht anfassen soll, Weil er will nicht Corona haben. Vielleicht ist dieses Video ja eine Nachricht an alle, die Corona haben. Könnte sein. Hey! Mich? Meinst du mich? I can't let you get close. Keep your distance! Mach dir keine Sorgen, ich passe eh auf. Ich weiß eh, dass man sozialen Kontakt vermeiden soll. Take one more step! Make you hit the ground and the dirt on the ground! Don't touch me, you sick freak! Wow, chill, ich tu dir eh nix. Wirklich, ich tu dir gar nix. You've left me with no choice but to punch you in the face, in the face, and in your face. Knock out! Heavy metal! Alter! Don't! Dislike this video! Okay, mache ich eh nicht. Ich dislike nicht, wirklich. Bitte lass mich in Ruhe. Okay, also, dieses Video, das war schon sehr lustig. Also, er ist echt der King bei Comedy Gold, ja? Echt nice. Okay, dann schauen wir mal weitere Videos an. Oh, und wusstet ihr schon? Axel war früher erst so ein deutscher YouTuber. Ja, richtig gehört. Er machte früher noch deutsche Videos. Und wir schauen uns jetzt zwei von diesen Videos an. Der Boden ist Lava. Axel, der Boden ist Lava. Ja. Ha ha ha!
so intelligent wie Axel. Axel. Keiner so intelligent wie Axel. Oh ja. Ja! Wow. Ich meine, wow. Die Idee, sich vor der Lava zu schützen mit Wasser? Das ist echt genial. Also, es ist etwas, was eigentlich nur Minecraft-Spieler wissen. Und obwohl er kein Minecraft spielt, weiß er das. Wow, ein Naturtalent, wirklich. Naturtalent. Alter, geil. Nice. Gut, dann gehen wir auf Horrorhuhn Distrack. Für den Fall, dass du vergessen hast, abzufangen, wenn ich immer als den Kopf in den Zahl habe, mein Gab es selbst, und ich kann nicht völlig aus. Ich weiß, dass du mich nicht lebe, das ist auch mal die Kinder dazu, dass du bist fertig, die Sonne, die Glocke unter dir, aus mich ziemlich nötig, die Sonne, das ist nicht so, wie ich versuche, ich bin härter, denke ich, das ist nicht ein Teil des Gefängnisses. Ich sagte aus dem Konkurrent, ich habe eine ganze Glocke, die konnte mit meiner Abteilung auf unsere Spur. Ohne Köder, Kind, Jungen, Alten, dann gewicht, ja, und gerade größte Mund zu kommen, bei jedem, das ist ein Jungs, heute, wegen dem, was im Problem ist, nicht mehr davon. Wenn ich hasse, lass es dich hassen, ich stelle den ganzen Land nicht für die 3 Sekunden. Ja, es wird sein, was sein, du musst dir kuppeln, was für eine Hose mit einem Gold, die es ist ein Fixer und Siegster. Eine Rohrhaltung, ich denke, darauf gesehen, dass man gerade hat, sonst hätte man alle so, und ich habe das Brot, das macht, und ich kann das Rezept nicht mehr zeigen. Horrorhuhn, und soeben wurdest du zerstört! Boah, Alter, dieser Distrack war so sick! Boah, er hat nicht nur Horrorhuhn zerstört, nein, er hat Horrorhuhn zersprengt, es gegessen, ausgespuckt, dann auf das es getretet, und dann hat er es wieder gegessen, dann rausgekotzt, und ja, dann in den Mülleimer geworfen und den Mülleimer explodiert. Alter, die Zerstörung! Also, das ist echt ein guter Diss-Track. Warum hat er mehr Dislikes als Likes? Okay, dann reagieren wir mal auf noch ein Video. Ja, wir reagieren jetzt auf noch ein letztes Video von unserem guten Axel. Und ja, diesmal ist es ein Musikvideo. Ja, richtig gehört. Unser Axel macht auch viele Musikvideos. Seine Songs sind einfach geil. Also, er soll mal bei DSDS mitmachen. Oder bei JBF. Alter. Okay, dann schauen wir uns mal den Song an. Und dieser Song heißt I am the greatest. Warte, was ist da los? Was macht er? Was sagt er? Nein, er macht's doch nicht. Er macht's doch nicht! Oh mein Gott. Oh oh. Schalt weg. Okay. Das war verstörend. Okay, ich gehe da mal. Hab Spielspaß mit dem Outro. Bye. I am the greatest. The greatest. The greatest. I am.